Schau, da hinten so eine schöne Fahne da hinten. Beim Boot hinten. Ja. Ja. Frisch gehalten. Das glaube ich. Aber bei schönem Wetter kann das ja jeder so geben. Ja. Ja. Einer von den Schoten, ja. Wir haben ein leises Kokessen. Ich habe ihn früh gewohnt. Schau, jetzt habe ich ihm die Hand. Da kommt er. Er hat gemeint, dass er so in Ordnung ist. Dieser feierlichen Fanfare dürfen wir alle groß und klein unseren Nikolaus hier herzlich begrüßen. Ich sage ihm herzlich willkommen im Namen der katholischen Männerbewegung, der vielen erschienenen Kinder mit Müttern, Vätern, Eltern, Großeltern, viele Freunde und Bekannte. Besonders hervorheben darf ich die Musik Brassissimo, dass ich es noch rausbringe, die wir besser spielen, als ich jetzt ausgesprochen habe. Ich darf sehr, sehr herzlich begrüßen, dieses Jahr vor der Volksschule am Köpfwerk mit den Betreuerinnen. Grüß euch, ihr lieben Kinder. Ich darf einmal alle Kinder ganz herzlich begrüßen, die den heiligen Nikolaus ja schon unten empfangen haben, begrüßt haben. Schön, ihr habt so wunderbare, schöne, rote Zipfelmützen auf. Ja, das erinnert natürlich auch so ein bisschen. Ja, ich begrüße die Kinder aus der Volksschule am Schöpfwerk mit den Lehrerinnen. Herzlich willkommen. Ich begrüße die Bläsergruppe, die euch begleitet hat und euch den Weg so ein bisschen mit der Musik verschönt hat. Ja, und dann alle Eltern ganz herzlich begrüßen, alle Großeltern. Ich habe vorhin schon ein bisschen eine kurze Einführung gegeben über den heiligen Nikolaus. Aber jetzt darf ich nicht zu viel reden, denn unser aller Gruß gilt dieser würdigen Gestalt, dem heiligen Nikolaus. Wenn ihr einmal schaut, also diese Mütze, die ist ein bisschen anders als deine Mütze und anders als meine Mütze.
das ist eine Bischofsmütze. Und da weiß man, aha, dieser, das ist ein Bischof. Und dann dieser Stab, den er trägt. Der Bischof hat immer einen Stab, das gehört nicht zu einem Staberl, dass er irgendwo, nein, das tut er nicht, sondern er soll wie ein guter Hirte, wie ein guter Hirte auf die Schafe schaut, auf die Kleinen, die Großen, die Kranken, die Gesunden, so soll der Bischof auch auf die Menschen schauen, auf die Kleinen, die Großen, auf die Kranken und auf die Gesunden, auf die Reichen und auf die Armen, dass niemand vergessen wird. Ja, lieber Nikolaus, ich darf ganz, ganz herzlich dich begrüßen vor der Bischofskirche St. Stephan. Herzlich willkommen. Du lebst in vielen, vielen Kinderherzen weiter. Und der Bischof lebt auch in vielen Erwachsenenherzen weiter. Und wie ich gesagt habe, er motiviert uns immer wieder, auch in diesen Tagen, vielleicht ja, manches Gute zu tun, einander zu beschenken und einander Freude zu machen. Bitte schauen Sie sich diese leuchtenden Kinderaugen an, wenn Sie den heiligen Nikolaus sehen. Ja, noch einmal herzlich willkommen. Wir freuen uns alle, dass der heilige Nikolaus mitten unter uns ist. Und Kinder, ihr kennt sicherlich viele Geschichten über den heiligen Nikolaus nicht, wo er Gutes getan hat und bei einem Fenster was hineingeschmissen hat, weil es eine ganz arme Familie war und so weiter und so fort. Aber ich glaube, jetzt muss ich das Wort weitergeben. Ich danke euch für den wunderschönen Empfang hier oben noch einmal. Unten war ja ein Teil mit dabei, aber andere sind auch noch da, sehe ich. Ja, und ihr habt meine Geschichte, kennt ihr ja. Ich habe eine große Freude gehabt, armen Leuten zu helfen, Kindern sowas zu schenken. Wenn man dann sieht, dass sich die Kinder freuen oder die Erwachsenen freuen, dann freut man sich selber auch. Und das ist das von Mechnis, das ich auch gerne haben möchte, dass ihr euch merkt, dass ihr jemand was schenkt und ihr werdet sehen, dass ihr euch dann darüber auch sehr freut und sich der andere freut. Und es ist wunderschön, dass wir da sein können und irgendwann, glaube ich noch ein bisschen später, werde ich dann meine Lieblingsbeschäftigung machen, jemand was zu geben, vielleicht euch jeden. Hm? Hören wir schon? Okay. Ja, der Herr Außenminister, der ja auch für die Entwicklungspolitik zuständig ist und daher für das, was wir in Sei so frei machen, dass die Kinder und auch Erwachsene auf der ganzen Welt unterstützt werden, der hat uns Folgendes geschrieben. Sehr geehrte Damen und Herren, erfolgreiche Entwicklungszusammenarbeit ist eine Verantwortung der gesamten Gesellschaft. Neben der Regierung, der Zivilgesellschaft, der Wirtschaft und Wissenschaft hat jeder und jede Einzelne die Möglichkeit, einen Beitrag zu leisten. Ich gratuliere daher der diesjährigen Romero-Preisträgerin, Frau Dr. Maria Schistl, für ihren jahrelangen Einsatz für das Volk der Maasai. Durch das Krankenhaus, das sie leitet, kann die medizinische Versorgung für die Menschen von Etansekera gewährleistet werden. Zusätzlich trägt das Bildungszentrum zur Steigerung der Lebensqualität bei. Ich danke Ihnen, der Organisation Sei so frei und jedem einzelnen engagierten Mitglied für die nachhaltigen Bemühungen, die Lebensbedingungen der Menschen in Afrika zu verbessern. Bundesminister Sebastian Kurz. Ja, Kinder, bevor der heilige Nikolaus dann seine Gaben austeilen wird und ich werde euch auch den heiligen Segen spenden. Das heißt, es können dann Eltern mit den Kindern auch einzeln zu mir kommen, dass ich euch ein Kreuzerl auf die Stirne machen oder den Segen spreche. Möchte ich einmal
der katholischen Männerbewegung ein ganz herzliches Danke sagen, denn die sind jedes Jahr mit viel Liebe, mit viel Begeisterung dabei, dass dieses Nikolausfest in dieser Form stattfinden kann. Danke der katholischen Männerbewegung Ihnen allen. Bravo. Ein weiterer Dank natürlich der Volksschule am Schöpfwerk, dem Kinderchor, großartig, und euren Lehrpersonen. Ihr habt das wunderbar, und die Strophen habt ihr alle auswendig gelernt. Also einige haben ja mit Begeisterung gesungen, aber vielleicht gibt es jemand von den Gästen, die von Deutschland oder woher kommen, die nicht wissen, wo ist das am Schöpfwerk? Gehört es zu Wien? Und zu welchem Bezirk gehört denn das Schöpfwerk? Wer weiß denn das? Wunderbar, gewonnen, großartig, 12. Wiener Gemeindebezirk am Schöpfwerk. Also euch, großartig Kinder, seid ihr gut warm angezogen? Ja, ja, ja. Nämlich, dass ihr so schön, so laut, so fest gesungen habt. Aber ich werde noch etwas singen. Bitte nicht an der Front gehen, die Kinder haben noch einiges auf Lager, was sie singen werden. Ich möchte ganz herzlich Danke sagen der Bläsergruppe, dem Bläserensemble. Vielen Dank, vergelt's Gott. Möchte, ja, mit dem Applaus. Danke. Bravo. Dann danke allen Eltern, Großeltern oder wer auch immer mit den Kindern gekommen ist. Herzlich Dank, dass Sie den Kindern dieses Erlebnis ermöglicht haben. Vielen, vielen Dank. Ich möchte aber auch ein Danke sagen der Polizei, die dafür gesorgt hat, dass wir so schön durch die Rotenturmstraße heraufgehen haben können. Wisst ihr, ich war schon sehr früh da und ich habe mir gedacht, ich darf den Nikolaus und euch nicht versäumen. Und da war ich schon da und da war es so kalt, da ist so ein Wind gegangen. Und da war die Polizei so freundlich und hat gesagt, komm, setzen Sie sich zu uns ins Auto. Dann habe ich mich ins, stell dir vor, ins Auto hineingesetzt. Ein paar Leute sind vorbeigegangen, haben so große Augen gemacht. Boah, da wird ein Pfarrer abgeführt. Ja. Aber ich war der Polizei dankbar, dass sie mich vielleicht vor einem Schnupfen gerettet haben.